Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Sie haben wieder richtig eingeschaltet zu unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Und Carsten und ich, wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Wie der Name schon verrät, es ist eine Überraschung. Aber alles, was Sie jetzt hier sehen werden, kostet nur noch 10 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn Ihnen was gefällt, bitte immer direkt bestellen, denn die Nachfrage ist groß und das Kontingent eben stark reduziert, weil alles nur noch 10 Euro kostet. Und Carsten, ich würde sagen, du kannst schon mal direkt buzzern, oder? Aber sowas von. Zack. Und gucken wir mal. Wir machen heute mal eine großzügige Verteilung. Ja. Möchtest du anfangen? Komm, ich mach Theorie. Okay, dann packe ich aus. So, pass auf. So, und wir starten. Oh ja. Oh, das ist fantastisch. Mit Energiereserve. Mit etwas, was man immer gebrauchen kann. Nicht nur die Smartphone-Besitzer, aber die ganz besonders werden immer sehr froh sein, wenn sie unterwegs aufs Handy schauen und feststellen, aha, Stromsparmodus. Da ist... Wenn das Display dunkler wird, ja. Monika hat schon die Panik in den Augen stehen. Ja, wenn das Display dunkler wird und sie merken schon, na, da ist nicht mehr viel hinter. Und ich wollte noch telefonieren, ich wollte noch ein bisschen Musik hören, ein paar Fotos wollte ich auch noch machen. Aber dann, mit den letzten 10% reicht das nicht mehr. So. Energiereserve fürs Smartphone oder für andere USB-Geräte bis zu 8000 mAh. Damit können Sie mal ein handelsübliches Handy locker mal, also zwischen 2- und 3-mal wieder komplett mit Energie versorgen. Und das eben mit einer Powerbank, die absolut stromerprobt ist sozusagen. Eine schöne Taschenlampe ist auch noch mit dabei, mit Notfallfunktionen, mit so einem Blinklicht. Richtig? Aber eben auch noch mit einem schönen hellen Scheinwerfer dran, kann man schon fast sagen. 80 Lumen hell. Aber eben auch wind- und wetterfest. Und das ist natürlich jetzt vielleicht genau das Richtige für die Herrschaften, die jetzt auch schon mal ein Stück weit über den Tellerrand hinausschauen, über den Regen hinausschauen und schon mal an das... an das Vergnügen am Baggersee, im Freibad oder vielleicht auch an den nächsten Strandurlaub denken. Wir wissen ja alle, ich sag mal, elektrische Geräte mögen vieles nicht, besonders nicht Feuchtigkeit und auch diesen feinen Sand auch nicht unbedingt. Und da Sie hier vorne eine Schutzkappe drauf haben und das ganze Gerät hervorragend verkleidet ist, wird Ihnen also auch definitiv diese Energiereserve mal ein bisschen Sand im Getriebe oder vielleicht auch mal ein bisschen Feuchtigkeit mit feuchten Fingern oder was, wenn du aus dem Wasser kommst, verzeihen können. Und... garantierte Stromversorgung, keine Selbstentladung mehr, aber das Solarpanel vorne, was ich super finde. Ich habe ja auch eine Powerbank jetzt nicht den ganzen Tag bei mir auf dem Esstisch liegen. Die liegt bei mir logischerweise in der Schublade. Und wenn ich sie brauche, hole ich sie raus, dann kommt es schon mal häufiger vor, dass dann eben auch mal ein bisschen Kapazitätsverlust stattgefunden hat, nimmt man schlichtweg Selbstentladung. Und wenn Sie sich darauf verlassen, dass da eben 2, 3 Akkuladungen für Ihr Smartphone drauf sind und nach 3 Wochen nur noch die Hälfte an Energie übrig ist, ist das ärgerlich. Lassen Sie es ganz einfach draußen liegen. Das Solarpanel sorgt dafür, dass kein Kapazitätsverlust stattfindet und lädt natürlich auch noch hier und da, je nachdem, wie intensiv die Sonneneinstrahlung ist, auch noch mal ein paar Prozent wieder zusätzlich obendrauf. Also alles in allem echt empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Vor allem für 10 Euro finde ich jetzt wirklich super. Und ich denke mal, jeder von uns hat irgendwie Geräte, die wirklich stromabhängig sind. Und dieser Stromsparmodus, den Carsten eben angesprochen hat, also das geht bei mir gar nicht. Das wäre nicht auszudenken. Ich brauche immer eine Powerbank, weil ich muss mein Handy tatsächlich so 3-mal am Tag dann auch wieder laden. Weil ab der Hälfte habe ich dann schon Angst. Aber hier können Sie ja wirklich auch noch 2 Geräte anschließen. Und ich finde es auch klasse noch mit der Beleuchtung. Auch das braucht man ja immer noch öfter. Noch natürlich auch noch mit dieser Blinkfunktion. Wir haben ja auch noch was, was man einfach an den Gürtel dran klippen kann. Oder auch mal vielleicht im Campingbereich am Zelt. Damit man hier das Solarpanel wieder schön in die Sonne hängen kann. Also praktisch. Ich lese hier noch was. E-Book-Reader. Ich persönlich bin ja ein Mensch, wenn ich mal ein Buch lese, ich lese wenig Bücher, aber im Urlaub nehme ich mir immer vor, mindestens eins durchzulesen, meistens irgendein Krimi oder was, leichte Kost. Ja, so, und da möchtest du vielleicht also auch mal auf elektronische Medien ausweichen, oder auf die sogenannten E-Book-Reader. Sie wissen, wenn Sie da also Ihre elektronischen Bücher draufladen und die mal so ganz entspannt eben nicht mit einem dicken Wälzer oder dicken Schinken, sondern schön mit einem schlanken Gerät oder was da in ihren Badesachen da drin haben, in ihrer Badetasche drin haben, ist auch da der Akku mal einfach leer gelaufen. Auch sowas können Sie ganz einfach wieder mit Strom versorgen. Und wenn Sie dann vielleicht einfach noch mal ein halbes Stündchen länger liegen bleiben wollen, noch mal ein Kapitel weiter, ja, weil der Cliffhanger von einem Kapitel zum anderen so interessant war, wäre das mal eine schöne Geschichte. ZX7434. Und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Sie können gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen bei diesem Schnapper.
Und ich möchte wetten, dass da vielleicht auch noch andere Teile der Familie recht froh sind, wenn sie noch mal eine kleine Ersatzenergie haben. Also für 10 Euro kriegst du 8000 mA in so einer robusten Variante eher selten. Ja, das ist auf jeden Fall richtig toll. Deshalb unbedingt zugreifen, vielleicht auch, wie gesagt, gleich bis zu 5 Mal bestellen. Für 10 Euro ist das wirklich hervorragend. Aber das war erst der Anfang. Mal schauen, wie es weitergeht. So, schauen wir mal. Ich habe das Döschen. Oh, ich habe es schon gesehen. Weil, dass ich gerne meinen Kaffee trinke, weißt du? Ja. An sich bin ich Espresso-Trinker. Dann wäre das ja jetzt perfekt, ja, für dich. Ja. Ich habe aber zu hohen Blutdruck für 20 Espresso am Tag. Das ist richtig. Deswegen muss ich mir immer selber ein bisschen zügeln. Aber das, was wir jetzt hier haben, ist wohl die ursprünglichste Form, ja, Espresso zu machen. So, wie man sich das vorstellt. Nicht mit unserer Kapselmaschine oder mit irgendwelchen anderen Spirenzchen. Das ist mal so ein richtig schönes Espresso-Kännchen. Ganz einfach zu machen. Ich glaube, die meisten werden das wahrscheinlich kennen. Vielleicht nicht in dieser edlen Variante, gefällt mir richtig gut, in diesem Anthrazit. Ja. In diesem leicht melierten, sagt man so schön dazu. Das heißt, sie nehmen also den Deckel hier runter. Dann kommt hier unten das Wasser rein, in einer Menge ihrer Wahl. Hier oben dann der Kaffee oder das entsprechende Espresso-Pulver drauf. Man sagt immer so ein bisschen festmachen, bisschen festtapsen. Und dann wird ganz einfach nur oben der Deckel wieder draufgesetzt, draufgeschraubt bitte. Achten Sie drauf, da ist ein bisschen Druck drauf. Klar, wenn Sie es dann später erhitzen. So, zugeschraubt. Und jetzt stellen Sie das ganz einfach hier mit der Unterseite auf Ihren Herd. Und ich glaube, das funktioniert mit allen Herdarten. Bei Induktion weiß ich nicht, musst du mir sagen, aber Gas und Ceran und so weiter funktioniert. Ja, also Gas, Elektro, Ceran-Kochfeld und Campingkocher, perfekt. Ja, funktioniert also alles. Also auch mal auf den Campingkocher einfach draufstellen, Moment warten. Dauert natürlich eine gewisse Zeit und jetzt wird das Wasser erhitzt und wird quasi durch den Kaffee in diesem kleinen Siebchen nach oben gedrückt und findet sich dann hier im oberen Teil in diesem Kännchen wieder. Und jeder, der das schon mal ausprobiert hat, sagen wir ein Teilzeitbarista beispielsweise oder ein Genussmensch, der weiß, dass das ein ganz anderes Kaliber ist als das, was eine Kapselmaschine oder was ein Vollautomat in der Regel liefern kann. Bitte, damit wir uns richtig verstehen, ja, den Meister an Kaffee mache ich mir also auch mal eben schnell mit einem Knopfdruck, mit einem Kaffee-Vollautomaten oder mit so einer Padmaschine bei mir zu Hause. Aber wenn du jetzt wirklich mal Wert auf einen richtig guten Espresso legst, dann machst du das damit. Außerdem finde ich, hat das Stil. Ja, das sieht sehr gut aus. Trinkst du keine 5 Tassen Kaffee in die linke Hand? 9 Stück. Neun Stück kannst du damit machen. Mhm. Das ist großartig. Aber jetzt mal einfach so. Normalerweise haust du dir mal 5 Tassen Kaffee rein wie nix. Ja. Morgens brauche ich die in die linke Herzkammer, damit ich stehen kann. Ja. Aber das hier ist ein ganz anderer Kaffeegenuss. Ja. So. Sieht richtig toll aus hier noch in dieser Hammerschlag-Optik für 9 Tassen. 400 Milliliter passen da rein. Und das ist doch wirklich mal super klasse. Ich persönlich habe das noch nie ausprobiert, aber ich möchte das auch gerne mal testen. Mach das mal. Das ist großartig. Ich stelle mir das sehr, sehr geschmackvoll vor. Und es sieht auch eben noch richtig toll aus. Gerade auch für den Campingbereich. Da ist ja auch immer so ein Platzproblem. Aber hier mit diesem Espresso-Kocher ist das, glaube ich, perfekt. Die Bestellnummer, die ZX4449 und die 569. Dürfen Sie natürlich auch gerne wieder bis zu 5 Mal bestellen. Ja, passt soweit. Also bis jetzt bin ich zufrieden. Ja. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Und dann wollen wir mal gucken, was als nächstes kommt. Wisst ihr, was haben wir hier noch? Das könnte ich sehr gut gebrauchen bei mir. Ja. Auf meinen neuen Balkons. Balkons, Balkons, wie auch immer. Die Balkons. Das ist falsch, oder? Naja. Ja, also Balkon ich auf jeden Balkon. Fall auf meinem Balkon. Im Außenbereich. Brauche ich Strom. Und hier haben wir Strom. Also pass auf, eine Dreifach-Steckdosenleiste, eine Outdoor-Steckdosenleiste, deutlich zu sehen durch diese kleinen Klappen, die da oben drüber sind. Das heißt, wenn natürlich da so ein Schuko-Stecker drin steckt, dann ist das Ganze wasserdicht, weil die Kontakte ja per se zu sind. Wenn du die Stecker aber nicht brauchst, ist eine Klappe drüber und da ist auch so ein Flitschmechanismus, also so eine kleine Feder drin, dass das Ganze automatisch zugeht. Ja? Mhm. So. Jetzt sehen Sie beim oberen Teil dieses Mehrfachsteckers, dieses Dreifachsteckers, auch noch einen Ausschalter. Und das macht es natürlich noch mal interessanter. Realistisch betrachtet in der Wohnung selber, dein Fernseher, deine Stehlampe und so weiter, wirst du wahrscheinlich dann doch in den meisten Fällen irgendwo in der Steckdose belassen. Ja, unabhängig von Standby und so weiter, lassen wir das Thema mal komplett außen vor. Aber in der Wohnung selber werden Sie wahrscheinlich viele Geräte ganz einfach in der Steckdose belassen. Im Außenbereich ist das gar nicht unbedingt so notwendig. Ja, jetzt hast du vielleicht im Außenbereich nicht nur mal einen Rasenmäher oder mal einen Vertikutierer oder einen Kantentrimmer, sondern vielleicht auch mal eine Teichpumpe
oder auch mal eine Beleuchtung oder sowas. Ja. Und die willst du ja jetzt auch nicht die ganze Nacht leuchten lassen, da steigen die den Nachbarn aufs Dach. Da musst du jetzt nicht dauernd den Stecker rausziehen, umständlicherweise. Da machst du ganz einfach die komplette Steckdose aus, indem du da oben auf den roten Knopf drückst. Und dann ist die komplette Steckdose, dann sind alle drei Steckdosen hier vom Strom getrennt. Und dann hast du auch keinen Standby-Strom und die Teichpumpe und die Außenbeleuchtung oder was auch immer dranhängt. Draußen ist ganz einfach aus. Wäre das richtig für meine Freundin? Der Tischgrill steht immer an einer Steckdose, mitten im Regen, direkt neben dem Fallrohr. Und dann tropft es auch noch raus. Regnet ja öfter in letzter Zeit. Dreht sich mir der Magen rum, wenn ich das sehe. Das mit? Aber ich glaube auch so in der Werkstatt ist auch geschützt dann vor Staub und Ähnlichem. In so Sägespäne. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja. Oder auch so ganz feine Geschichten, so Sägestaub und so weiter. Also das schützt natürlich dann auch mit diesen Klappen hier vor solchen Geschichten. Also alles in allem klasse, sehr stabil, gute und günstige Dreifach-Autosteckdose zu diesem Preis. Unschlagbar, sagt also der Silas aus Odernheim, sehe ich genauso. Und prima für meine Balkonbeleuchtung, gut gegen Regen geschützt, sagt uns der Sven aus Heusenstamm. Vielen Dank dafür. NX4801 und die 569 ist die passende Bestellnummer. Gerne mehrmals bestellbar, wenn Sie möchten. Bis zu 5 Mal. Mhm. Das so. Ist auf jeden Fall clever. Vor allem für 10 Euro. Fantastisch. Aber gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Magst du noch mal buzzern? Da-dum. So. Oh, du hast den Preisalarm erbuzzert. Fantastisch. So, ein besonderer Artikel in einer besonderen Show hier bei Pearl TV. Mhm. Das heißt, ein Artikel, der über ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügt. Also noch mal aus einer ganz anderen Fallhöhe kommt. Ja. Und den bitte nur einmal pro Besteller ordern. Oh. Ich glaube, wir lieben das alle. Das würde jetzt hervorragend zu einem leckeren Espresso passen. Das stimmt. Oder? Wir haben nämlich einen elektrischen Mini-Crepe-Maker. Damit können Sie einfach Crepes zu Hause machen. Und wer mag denn keine Crepes? Egal, ob jetzt süß oder auch herzhaft. Man kann die ja belegen, wie man möchte. Und das ist auch mal ein Spaß mit der ganzen Familie zusammen. Und hier mit dieser Mini-Form, da kann man dann auch schon mal so 3-4 essen, ne? Oder auch noch mehr. 3-4? 5-6? Wie auch immer. Nee, so ein Crepe ist doch was Feines, oder? Ja. Ah, süß oder herzhaft? Was ist deiner? Eher süß. Eher süß, oder? Schokosoße. Ja. Ganz ordinäres Schokosoße. Oder hier so ein Nuss-Nougat-Creme. Mhm. Oder so ein Schokoriegel rein. Mhm. Ja? Auch sehr gut. Wir haben doch letztens auch mal einen Crepe-Maker gemacht. Da haben wir noch so Äpfelstückchen reingeschnitten und so weiter. Gibt ja welche, die nehmen das ganz gerne mal herzhaft. Marmelade ist auch lecker, oder? Das war sehr gut. Ja, ein bisschen Puderzucker noch dabei. Oder einen stinknormalen Crepe au Sucre. Ja. Für so einen blöden Crepe, ja, mit Zucker drauf. Zahlst du auf dem Jahrmarkt oder irgendwo bei so einer öffentlichen Veranstaltung mittlerweile schon 5 Euro und so Scherze. Ja. Ja, Materialwert 20 Cent oder darfst du dann... Ja, so ist er so. Ja, was ist denn da drin in dem Teich? Ein paar Eier, ein bisschen Mehl? Ja, jetzt mal ehrlich. Ja, hat natürlich auch seine Berechtigung, ja, würde Ralf jetzt sagen. Klar. Aber ich finde das ja auch schon cleverer, würde ich sagen. Ja. Ja, ganz genau. So, jetzt machen Sie den Crepe ganz einfach selber. So, packen Sie die 5 Euro Ihrem Sohn mal ins Sparschwein. So, Mini-Crepes finde ich noch viel besser. Ja. So 2 Bissen. Einfach hier den Teig drauf. Kriegst du den Teig ja auch fertig. Also ganz ehrlich, ich hole mir den meistens fertig. Ja, und dann packst du den hier drauf. Ich meine sogar, dass wir irgendwo hier, genau hier, also ist der An-Ausschalter. Und ich glaube, man sieht sogar anhand der Beleuchtung, wann das Crepe-Eisen entsprechend heiß genug ist. Ganz einfach hier den Teig drauf. Und Sie kennen das vom Jahrmarkt oder von den Profis. Die haben auch mal so ein Stäbchen. Und dann wird der Teig hier auf dieser Platte verteilt. Die hat auch so einen kleinen Steg an der Seite, dass nichts runtertropfen kann. Und wird dann schön goldgelb gebacken sozusagen. Ich habe den Duft in der Nase. Sie auch? Oder? Das ist schön. Richtig toll. Und dann nimmst du den mit diesem Heber hier, der ist natürlich auch schon mit dabei, nimmst du den ganz einfach runter. Das ist der Wendespatel. Und garnierst den, ja genau. Und garnierst den nach Lust und Laune. Und wenn du fertig bist, gehst du mit dem Küchencrepe drüber und stellst sie wieder in den Schrank. Ja. Kurz abkühlen lassen und dann wartet ihr auf den nächsten Einsatz. Morgen oder so. Oder gleich. Oder in den nächsten 10 Minuten dann. Ich glaube, Crepe mögen wir alle und kann man wirklich auch immer essen. Vielleicht auch mal beim Kindergeburtstag ist das, denke ich, auch mal ein Highlight, wenn da jeder so sein eigenes Crepe machen darf. Das ist wirklich super. Sie bekommen nämlich hier den Mini-Crepe-Maker, diesen Wendespatel und eben auch den Teigverteiler, den Carsten gerade benutzt. Und da muss man eigentlich gar nicht so groß geübt sein, oder? Das kriegt man super hin. Ja, dadurch, dass du hier so einen Steg hast, kannst du den eigentlich, wenn du das etwas gewissenhafter machst als ich hier,
dann doch. Also das ist Gewöhnungssache. Das ist wie Radfahren. Wenn du es einmal kannst, dann verlernst du es nicht mehr. Ja, und wir sehen hier auch gerade den regulären Preis. Normalerweise wären wir bei 22 Euro bei Pearl.de. Aber hier bekommen Sie unseren TV-Sonderpreis. 10 Euro, es war allerdings hier der Preisalarm, deshalb maximal einmal pro Besteller zugreifen. Aber nutzen Sie gern die Möglichkeit aus, 10 Euro ist wirklich super. Die Bestellnummer, die NC 36, hier 26 und die 569. So. Achso, ich habe da gar nicht gewusst. Ich habe nichts gesehen. Hast du schon reingeguckt? Nein, ich habe... Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Das glaube ich jetzt nicht. Nee, ich habe aber nichts gesehen, ich schwöre es. Ich bin Teleshopper, ich sage immer die Wahrheit. So. Das ist ja fantastisch. Was ist denn da los? So eine Handvoll Glühbirnen, vorsichtig, gehen kaputt. Die glaube ich nicht. Meinst du nicht? Oh. So. Also eigentlich ist das eine Lichterkette. Verzeihen Sie uns das, dass wir jetzt den Aufwand in der Kürze der Zeit nicht betreiben können. Ein Lichterbüschel. Oder wollen. Gerade ein Lichterbüschel. Ja, so ein Büschel Lichterkette. So, das Ganze solarbetrieben, also völlig unabhängig von irgendeinem Stecker oder von einem Batteriefach oder sowas. Einfach nur eine kleine Solareinheit hier mit einer entsprechenden Zuleitung. Ich sage Ihnen noch gleich, wie lang die ist. Muss ich gucken. Solarpanel, 2 Meter Zuleitung. 2 Meter Zuleitung, packst du gerade, legst du irgendwo hin oder steckst die mit dem Erdspieß in den Boden und schaltest das gute Stück ein. Mehr musst du an sich nicht machen. Noch ein schönes Plätzchen noch suchen, wo es dir am besten gefällt. Ja. Finde ich großartig über einem überdachten Balkon. Oh, oder über kannst du auch in den Sonnenschirm machen oder mal in den Baum reinhängen oder sowas. Wir reden hier von 20 LEDs in Glühbirnenform. Gesamtlänge der Kette 5,80 Meter, also sagen wir fast 6 Meter und 2 Meter davon Zuleitung, also 4 Meter Kette und 2 Meter Zuleitung. Das ist immer großartig hier. Ja, das ist wirklich wunderschön. Ich finde ja generell so Beleuchtung für draußen fantastisch und Lichterketten mag ich auch gerne. Aber die finde ich eben besonders wegen diesem Glühbirnen-Look. Fantastisch, kann auch nicht so schnell kaputt gehen, weil das eben kein Echtglas ist. Sieht aber täuschend echt aus. Und damit können Sie dann einfach mal wirklich schön den Balkon oder die Terrasse oder den Garten beleuchten. Dann machen Sie sich nebenbei noch einen Crepe. Toll. Und trinken Espresso dazu. Oh ja. Ich mochte ja Glühbirnen. Nicht vom Stromverbrauch her. Damals, als wir noch Glühbirnen benutzt haben, ich bin so 90er heute, war der Strom auch noch nicht ganz so teuer. Da konnte man sowas auch noch machen. Da konnte man sich eine Glühbirne noch leisten. Ja. Ich finde heutzutage diese LED-Lichtelemente, und ich habe vor kurzem bei meiner Freundin eine in eine Pendelleuchte reingedreht, diese G7, G9-Fassung, ungefähr so groß wie ein Fingerhut. Mhm. Ja, die geben Licht, ja, aber ich finde so eine Glühbirne, also der Look einer Glühbirne hat etwas ganz Besonderes und versprüht so einen gewissen Retro-Charme. Oh ja. Gefällt unseren Kunden recht gut hier, klassisch. Sobald es dunkel wird, schalten sich die Lichter an und verbreiten eine unglaublich schöne Atmosphäre. Recht haben Sie, lieber Arnold. Habe gleich noch eine zweite Lichterkette bestellt für den Zweitwohnsitz. Ach hier, Nobel. Absolute Kaufempfehlung, sagt er aus Zwiesel und die Nina aus dem schönen Göller am Ring. Wer alte Glühbirnen liebt, für den ist diese Retro-Lichterkette absolut was. Ein Eyecatcher auf jedem Balkon. Sehe ich genauso. Mhm. Der Kölsche, wir verstanden uns. NC 3965, die 569. Hetzt ihr mich gerade? Ja. Wir wollen noch sehen, wie es weitergeht. Du darfst auspacken. Ich darf auspacken. Oh, das kann man gerade aktuell sehr gut gebrauchen. Ja, wir sind ja im Moment. Pass auf, als nächstes kommt eine Tube Sonnenmilch. Brauchst du auch? Moment. Ja, wir würden eigentlich auch unter einen passen, denn wir haben nicht nur irgendeinen Regenschirm, wir haben den Regenschirm für Paare. Hier passen nämlich 2 Personen drunter. Ach. Und natürlich haben wir hier auch noch die Schutzhülle inklusive. Und hier sehen wir das gerade mal. Guck mal. Hier sehen wir gerade auch so ein Pärchen und die sind hier in Regenschauer gekommen. Das sieht aber schwer nach einem getrennten Abend aus bei den beiden. Naja, jetzt kommt die Versöhnung, pass auf. So. Diana hat ihm doch gerade den Schirm geklaut, oder? Ja. Du fandst das angemessen, ne? Ja. Ja. Soll der Kerl doch nass werden, Hauptsache die Haare bleiben. Ja, Hauptsache ich werde nicht nass. Aber hier passen ja wirklich 2 Personen runter, das ist ja hier eben der Vorteil. Ja. So. Soll ich? Ich kann auch auspacken. Nee, ich mach auch mal hier. Wir packen beide aus, komm. Okay. Schauen Vielleicht wir mal. Vielleicht finden wir noch ein nettes Pärchen oder so. So. Die sich nicht streiten. So, also, was heißt denn hier für 2 Mann?
kann mir gar nichts drunter vorstellen. Aha. Oh. Cool. Oi, oi. Der wird ja mal größer. Guck hier. Oh, noch größer. Jetzt hat er seine volle Spannkraft erreicht. Schau hier. Cool. Zack. Darf ich damit runter? Ja. Ah. Ja, hier ist Platz. Komm, ich nehme mal auf. Der so. Ist ja cool. So. Guck mal, da würden wir auch zusammen drunter passen. Ja, ja. So. Und heute hat es wirklich extrem geschüttet, bestimmt bei Ihnen auch. Da hätten wir den wirklich sehr gut gebrauchen können. Aber auch so immer mal im Auto mit dabei zu haben, das so. Ist echt toll. Nein. Also passt soweit. Also definitiv ist das ein Schirm für zwei Personen. Mhm. Natürlich ist er für zwei Personen konzipiert, ja, aber wenn Sie vielleicht... in den Hosen. Ich auch nicht. Aber Sie kennen das, wenn Sie mal unterwegs sind. Oder was in der Regen ist, dann wirklich also richtige Sintflutartiger, ja. So ein Monsunregen, ja, in Mitteleuropa. Dann kommt der ja von allen Seiten. Ein normaler Schirm hat in der Regel so eine Spannweite von einem Meter. Mhm. Das reicht ja unbedingt nicht unbedingt immer aus. Manch einer hat vielleicht auch mal einen Rucksack oder was auf der Schulter oder eine Tasche und so weiter. Ja, das ist natürlich eine blanke Katastrophe. Dann sind Sie zwar trocken, aber die ganzen Unterlagen in der Aktentasche klatschnass. Insofern ist das also auch mal für eine Person durchaus ganz, ganz brauchbar. Ja, müssen Sie nur so machen. Du willst mich ärgern. Such dir doch wen anderes, der damit runtersteht. Vor allem ist der schön klein, wenn ihr zusammenfällt. Das kommt hier. Bleibt nicht viel übrig. Ja, so passt in die Tür vom Auto. Super. Ja, eben. Auch im Auto braucht man den immer. Das ist wirklich hervorragend. Ich habe immer einen Schirm im Auto. Aktuell braucht man den fast jeden Tag. Meine Freundin hat, glaube ich, 3 Stück im Auto. Oh ja. Das ist auf jeden Fall richtig clever. Und für 10 Euro nutzen Sie hier die Gelegenheit aus und bestellen sich hier diesen fantastischen Regenschirm. Sie dürfen natürlich auch gerne wieder bis zu 5-mal zugreifen. Die Bestellnummer ist die NC 1797 und die 569. Und das ist wirklich perfekt. Schreiben uns auch die Kunden. Zum Beispiel hat die Gabi geschrieben, endlich einen Schirm für 2 Personen. Oder die Katie hat uns geschrieben, der Schirm ist perfekt für gemeinsame Spaziergänge. Er ist klein und leicht. Nach Gebrauch lässt er sich wieder sehr schnell und einfach in die Transporthülle mit Tragegurt verstauen. So sieht's aus. Ein Schirmchen für 1 bis 2 Persönchen. Mhm. So. Wenn man zu viele Krebs gegessen hat, vielleicht auch für eine Person. Je nachdem. So, jetzt bin ich auch. Ah ja, Moment. Ja. Ich habe hier auch einen Brief. Machst du noch mit? Ja. Oh. Ganz Paris träumt von der Liebe. Hast du nicht gesagt, du liest ab und zu? In der Regel warte ich auf den Film, aber ab und an kommt das vor. Bin ich ja froh, dass so, wir hier so, wieso schenkst du mir ein Buch? Ich habe doch schon eins. So, nein. Das ist nicht ein Buch. Ein Reiseführer ist das, Paris. Ja, guck so, mal rein. So, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Also grundsätzlich würde ich sagen, ein Buch. Ja, ein Buch über Paris. Sowas im Schrank stehen, würde mich nicht wirklich überraschen. Ja, wenn da noch so 2, 3 andere Bücher stehen, dann denkst du dir, ein Buch. Ja? Wenn Sie aber mal genau hinschauen, und das wissen Sie, das weiß aber kein anderer, und hier mal die Klappe aufmachen, das heißt den Einband öffnen, werden Sie feststellen, das ist eigentlich ein Tresor. Ein Tresor in Buchform. Ja. Boah, du hast das Bargeld? Ja. Moment. Was hast du denn drin? Hat irgendwas gerappelt. Ich guck mal eben rein. Was hat Carsten wohl in seinem Tresor versteckt? Diamanten? Ja. Aha. So, guck mal hier. Tada. So, die, zack, waren keine drin. War komplett leer. Also ich habe hier einen 5-Euro-Schein. Bitte? Ich habe hier einen 5-Euro-Schein. Pass auf, ich habe ein paar Diamanten, du hast einen 5-Euro-Schein. Da hauen wir hier mal richtig auf den Kopf. Schnappen uns den Schirm und dann gehen wir mal irgendwie um die Häuser. In Paris komme ich mit 5 Euro nicht weit. Gar nicht weit. In Paris, nein. Aber da brauchst schon sowas hier in der Hand. Jeder hat auch so kleine Geheimnisse. Und die finde ich wirklich mal richtig perfekt versteckt, weil das sieht wirklich aus wie ein Buch. Und ich denke, das wird keiner, der mal zu Besuch kommt, herausfinden, dass hier ein Tresor drin ist. Cool, auch natürlich für Geldgeschenke. Ich glaube, Ralf hat das mal verschenkt mit Geld drin. Das ist natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, einfach hier schön Geld zu verschenken. Da wird sich jeder drüber freuen. Und wir haben alle kleine Geheimnisse, also ich auch. Du hast Geheimnisse? Die darf ich nicht verraten, ist ja geheim. Du bist eine Frau, du hast doch keine Geheimnisse. Ich habe sehr viele Geheimnisse. Nein. Wir sind unter uns, erzähl mir mal eins. Guckt gerade keiner zu. Doch, ich sag nichts. Ja, man hat doch immer mal irgendwas, was man vielleicht nicht unbedingt rumliegen lassen möchte. Meine EC-Karte, meine Kreditkarte, Bargeld, Schmuck.
Ja, das würde ich auch nicht auf dem Esstisch legen. Ja. Aber wohin? Unter die, ja, unter Sofakissen macht es auch keinen Sinn. Also dann, das ist nicht Fort Knox, aber es ist doch zumindest mal, müssen sie es finden oder muss es jemand finden, wenn er sie beklauen möchte, auf Deutsch gesagt. Und zum anderen muss da auch mal den Tresorgas einfach knacken. Du musst es finden und dann muss es jemand finden. Stimmt. Bitte was? Ich habe gerade nur wiederholt, was du gesagt hast. Habe ich Blödsinn erzählt? Habe ich doppelt gemoppelt? Aber war lustig. So, die Bestellnummer ist die NX 1479 und die 569. Das ist auf jeden Fall richtig cool, auch für Geschenke. Kaum ist der Regen weg, kommt der Heuschnupfen wieder. Ich will endlich Sommer haben. So, was haben wir jetzt? Oh, und das passt auch zu meinem frommen Wunsch. Denn ich glaube mal, ein vernünftiges Radio kann man immer gebrauchen. Polizei! Was ist hier los? Was haben wir denn hier exakt? Das ist ein Radio. Welcher Sender war denn das? Das war der Sirenensender. Das war der Sirenensender. Mhm. Sirenenlaute, rund um die Uhr. Super. Aber wir haben nicht nur ein Radio, sehe ich gerade. Ich habe ja auch noch eine Taschenlampe gefunden. Also je länger ich dir zugucke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das Radio eigentlich nur so ein nettes, schmuckes Beiwerk wäre. Ja, guck mal, was ich auch noch kann. Och. Kurbeln. Das ist ja cool. Also garantierter Kurbeln. Strom für Radio, für Taschenlampe, für Notfallsituationen. Und da ich den Job ja auch schon seit 2-3 Tagen mache, möchte ich wetten, da ist ja noch irgendwo ein USB-Power-Element dabei. Oder? Du hast recht, du bist clever. Stimmt das? Ja. Handkurbel drehen. Wird Ihr USB-Gerät mit neuer Energie versorgt? Aha, der. Hier unten. Also, eine kurbelbare Powerbank sozusagen. Ist auch gut geschützt. Also es ist wirklich so gut geschützt, dass sie das dann auch erst zu Hause wirklich aufkriegen. Wenn die neu sind, sind die biestig, oder? Nee, aber das ist doch wirklich super. Ja, hier ist alles mit dabei, was man braucht. Gerade jetzt am See, wenn dann wieder die Sonne scheint, dann kannst du Radio hören. Kannst du, wenn du abends nach Hause gehen musst, kannst du dir den Weg leuchten. Wenn irgendwas passiert, hast du noch die Sirene dabei und man kann auch noch das Handy aufladen. Ja, das fände ich großartig, wenn du irgendwie in so einem Beachclub oder sowas bist. Würde ich jedes Mal auf die Alarmsirene drücken, wenn ich einen Cocktail haben möchte. Ich glaube, da wärst du schneller rausgeschmissen, als du gucken kannst. Ich bin noch nie für meine Zurückhaltung gebucht worden. So. 1 Minute kurbeln reicht für 10 Minuten Musik oder Licht. Oh, das ist gut. Du kannst auch 5 Minuten Licht und 5 Minuten Musik machen. Musst dich also nicht entscheiden. Mhm. Ja. Geht das leicht mit dem Kurbeln? Ja, das geht wirklich richtig leicht. Finde ich echt praktisch. Aber kann man das nur kurbeln oder kann man das auch noch anders aufladen? Das kann man mit Sicherheit auch aufladen. Mhm. Also mit Sicherheit kannst du da immer mal auch mal zwischendurch. Genau, Netz, also USB-Ladekabel ist dabei. Also vielleicht ganz einfach mal vollladen. Nur, wir kennen ja die Krux. Ja? Du packst hier deine Sachen dann ein oder was und willst zum Baggersee fahren, hast vergessen, hier den Akku zu laden. Ja. Ja. Und dann sitzt du am Baggersee und willst Musik hören, willst Sportergebnisse hören, mal Nachrichten hören, Wettervorhersage, all sowas eben. Und dann stellst du fest, kein Saft drauf. Mhm. Das ist ja blöd. Dann kurbelst du ganz einfach. Gleiches gilt natürlich auch fürs Handy. Du sitzt da, willst Musik hören, nichts passiert, guckst aufs Handy, Stromsparmodus. Mm, das ist gar nicht schön. Ja, da ist die Panik groß, da hast du recht. Ja. Aber das ist aber ein kompaktes Ding in dir, finde ich sehr gut. Ah, Cocktail bitte, Cocktail. Ja. Ist der Kai Pirinha-Ruf. Finde ich super, für 10 Euro unbedingt bestellen, vielleicht auch gleich bis zu 5-mal bestellen. Super, auch zum Verschenken. Kann jeder gebrauchen. Mit Sicherheit. Also ist in den heutigen Zeiten vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Das passt so in die Notfallvorsorge, ähnlich wie Getränke oder mal ein paar Nudeln oder was im Schrank zu haben. Ist vielleicht auch sowas mal ganz sinnvoll. Ja. Denn damit haben Sie garantiert ein Radio mit Stromversorgung. Wenn kein Saft mehr drauf ist, dann kurbeln Sie ganz einfach. ZX3470 und die 569. So, und das war die 10-Euro-Überraschung-Show. Ich hoffe, da war auch für Sie was dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.